Die Weihnachtsmärkte. In Sachsen und auch in Thüringen wurden schon einige von ihnen abgesagt. Der Grund war, dass die Kommunen Angst hatten vor der kommenden Corona-Schutzverordnung. Der Ministerpräsident aus Sachsen, Michael Kretschmer, hat sich dann heute auch gemeldet, zu Wort gemeldet und gesagt, ja, die Weihnachtsmärkte sollten nicht stattfinden. In seinen Worten klang das dann so. Das sind Bürgermeister und Landräte, es sind die Marktbetreiber, die jetzt vor der Entscheidung stehen, Weihnachtsmärkte abzusagen. Ihnen sollte man das klare Signal geben, ihr habt recht, trefft diese schwere Entscheidung. Ich möchte sagen, ich finde nicht, dass sie recht haben. Vor allem, weil viele es ja absagen aus Angst vor der Corona-Schutzverordnung. Nicht, weil jeder Bürgermeister selbst auch davon überzeugt ist. Ich würde sagen, lasst die Weihnachtsmärkte doch den Menschen und lasst sie dorthin gehen und lasst sie den Zauber von Weihnachten erleben. Und wie man es dann umsetzt, darüber kann man ja debattieren. Ja, wenn ich da starten darf, ich sehe es tatsächlich ganz genauso, Nena. Also wofür haben wir uns denn impfen lassen? Uns wurde ja immer versprochen, wenn wir geimpft sind, dann gibt es Lockerungen. Und ich finde, natürlich sind viele Regulationen sinnvoll, definitiv. Aber Weihnachtsmärkte, da können die Menschen ja selber entscheiden, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Es ist nicht wie eine Apotheke oder im Supermarkt, genau, dass man da halt auch hin muss. Das stimmt natürlich. Also ich glaube, wir sind alle ziemlich genervt von Corona mittlerweile, haben gedacht, so spätestens, wenn dann alle ein Impfangebot bekommen haben, dann ist das endlich vorbei und dann kriegen alle auch ihre Freiheit zurück. Ich habe das selber auch noch vor ein paar Wochen geglaubt, aber die aktuellen Entwicklungen sind natürlich wirklich alles andere als gut. Und wenn die Intensivstationen jetzt reihenweise überlastet und überfüllt sind, dann müssen wir das Thema natürlich irgendwie neu diskutieren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man noch mal Werbung macht dafür, dass jetzt auch geboostert wird, weil viele Ältere in Deutschland, die jetzt vor 7, 8 Monaten eine Impfung bekommen haben, die haben mittlerweile nicht mehr den vollen Schutz. Und gerade die müssen wir natürlich auch schützen. Das ist häufig viel wichtiger als die Jüngeren, die natürlich nicht unter den Folgen von Corona so leiden, wenn sie also das Coronavirus bekommen. Ja, aber warum schaffen Sie das denn nicht? Sie sind doch Mitglied einer Regierungspartei und in Deutschland wird viel zu langsam geboostert. Wenn Sie sich mal Großbritannien anschauen, das sind Hunderttausende pro Tag und das seit Wochen. Und wir kommen da nicht mal ansatzweise hinterher. Also wenn Booster die Lösung ist, also Booster für Ältere, um Weihnachtsmärkte stattfinden zu lassen, um weitere Lockdowns zu verhindern, warum machen Sie es denn nicht einfach? Na, die Angebote gibt's ja, also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen stärker wieder die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt drücken. Also ich glaube, die Menschen müssen einfach jetzt wissen, wenn Weihnachten so sein soll, wie wir uns das alle wünschen, dann sollten sich möglichst viele auch boostern lassen. Aber glauben Sie, die Menschen wissen das noch nicht? Zum Beispiel Boris Johnson, ja, ich glaube, dass das bei vielen tatsächlich noch nicht so angekommen ist. Viele haben gedacht, okay, spätestens, wenn ich den zweiten Peaks bekommen habe, dann bin ich raus aus der Sache, dann haben wir Corona hinter uns. Und wir wissen jetzt, dass das nicht ganz der Fall ist. Das heißt, die Politik hat die Menschen aber noch nicht genug informiert. Na, das würde ich so nicht sagen. Wir sind ja alle auch von Entwicklungen überrascht worden. Also es gibt Virologen, die selber sagen, wir hätten einige Entwicklungen vor 2, 3 oder 4 Monaten so nicht vorhergesehen. Wir holen mal eben Alexander rein. Ja. Ist es so, danke, es sind einfach neue Entwicklungen eingetreten? Konnte man das nicht vorhersehen, dass wir jetzt wieder vor demselben Dilemma stehen wie letztes Jahr? Ja, musste man das voraussehen, das ist ja klar. Es wurde ja davor gewarnt. Und zum anderen finde ich also Zugangsbeschränkungen für Weihnachtsmärkte generell falsch und übertrieben. Die spielen sich unter freiem Himmel ab, großteils. Unter freiem Himmel haben wir ein sehr geringes virales Geschehen, das sagen einem alle Aerosolforscher. Also ich würde sagen, lasst jeden auf die Weihnachtsmärkte. Lasst die Weihnachtsmärkte offen. Lasst die offen, zwar für alle, ohne Zugangsbeschränkungen für alle. Ausnahme, wenn es Innenveranstaltungsräume gibt, dann würde ich sagen 3G. Testung für alle, dann ist man frisch getestet. Rheinland-Pfalz hat eine ähnliche Lösung, Baden-Württemberg eine ganz andere. Aber ich finde, ein Weihnachtsvergnügen, wir müssen auch den Geist von Weihnachten der Familie in Rechnung stellen, sollte für alle zugänglich sein. Aber Test auch für Geimpfte? Für Innenräume müsste man das überlegen, ja. Müsste man überlegen, ja. Ich finde das aber auch ein ganz spannender Punkt. Vor allem die Menschen haben ja auch die Ware bestellt, die Händler. Es wurde ihnen gesagt, der Weihnachtsmarkt findet statt. Sie haben damit gerechnet. Sie haben sich ja auch dann auf den Bürgermeister verlassen, auf die Kommunen. Und ich finde ganz ehrlich, jedes Mal zu sagen, sorry, haben wir jetzt nicht vorausgesehen, bitte alle Ware wieder zurückschicken, das Geld wirst du auch nicht verdienen, aber der Staat, der geht für dich rein, der gibt dir Geld. Viele Menschen sind auch nicht gerne finanziell abhängig vom Staat und das muss ich auch sagen, das stört mich so immens daran, dass jetzt auch die Weihnachtsmärkte wieder nicht stattfinden. Wir wissen, für viele Menschen ist es auch das Jahreseinkommen. Also die Glühweinstände zum Beispiel, das brauchen die ja auch, die Schausteller. Absolut. Die hatten absolut, schon abgesagte Kirmes. Wie soll man das denn jetzt wieder auffangen? Ich kann das voll verstehen. Ich habe auch immer in der ganzen Debatte gesagt, wir müssen A, auf die Kollateralschäden achten, nicht für Jugendliche, für Kinder, für viele, die ein Gewerbe haben und monatelang das gar nicht richtig ausführen konnten. Das wäre aber jetzt schlimm für den Weihnachtsmarkthändler, wenn sie jetzt Kollateralschaden bezeichnen. Also ich
Es gab ja sehr, sehr viele Folgeschäden, auch durch die Lockdowns und natürlich durch die Corona-Krise, das ist ja völlig klar. Und ich fand auch immer richtig, dass viele in der Debatte darauf hingewiesen haben, dass man es nicht nur virologisch betrachten sollte. Habe auch häufig dann für Öffnungen geworben und Herr Kissler hat ja richtigerweise gesagt, man muss da auch vor allem zielgenau agieren. Also wenn ich weiß, draußen gibt es kaum Ansteckungen, dann brauche ich nicht eine Maskenpflicht für Jogger zu machen, ne? So wie wir das ja in Hamburg auch erlebt haben. Wären Sie denn für die Schließung der Hamburger Weihnachtsmärkte oder würden Sie auch wieder man muss, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wir alle können die Entwicklung in den nächsten Wochen im Moment nicht vorausahnen. Wenn das so weitergeht, wie es in den letzten 1-2 Wochen gegangen ist, dann sind bald viele Intensivstationen völlig überfüllt. Stand heute und wenn wir dann Bilder haben wie in Bergen, ich glaube, Stand heute ja, auch eben mit 2G-Regeln. Aber wenn wir Bilder erleben wie in Bergamo, ist ja immer dieses Schlagwort, was wir hier in den Debatten auch sehen, dann wird sich auch in Deutschland das wieder alles umkehren. Dann werden viele sagen, so jetzt müssen wir wieder zurückhaltender sein. Das ist, glaube ich, das Bittere auch bei dieser Corona-Krise, dass man eigentlich gedacht hatte, man ist über den Berg und jetzt von dieser jüngsten Entwicklung auch etwas überrascht wird. Ich finde aber, man muss ja auch ganz klar sagen, Weihnachtsmärkte finden draußen statt. Eben, das ist also der wir Punkt. Sind ja an der frischen Luft. Eben. Und ich finde, nochmal diesen Corona-Winter, diesen Corona-Blues mitzumachen, ist auch, da muss man ja auch mal über Depressionen und so Geschichten nachdenken. Bin ich ja völlig dafür. Wo die Menschen zu Hause sitzen. Und wir reden ja nicht von irgendeinem Club, wo wir jetzt sagen, der soll offen bleiben. Ja? Aber ich finde, ein Weihnachtsmarkt an der frischen Luft, das also 2G halte ich für völlig unnötig. An der frischen Luft kann mir auch keiner erklären, warum ich in der frischen Luft 2G-Diskriminierung machen soll. Warum denn? Es gibt kaum Übertragung. Und wenn um ich die sicher Menschen zum Impfen zu zwingen. Ja, aber das ist ja genau das Falsche. Wenn ich das nur so als pädagogisches Zwangsinstrument nehme, nach dem Motto, ich erhöhe den Druck so, dass ich ganz knapp an der Pflicht vorbeikomme, aber dennoch dich nötige, sodass du nicht mehr frei entscheiden kannst, dich, sondern gewissermaßen die Impfung haben musst, als Eintrittskarte für ein einigermaßen normales Leben. Das entfernt sich von allem Konzept, was wir sonst haben, vom informierten, vom mündigen Patienten, der in freier Entscheidung die Entscheidung trifft. Das ist völlig in Ordnung, dafür zu werben, aber bitte nicht überzeugen, bitte nicht überreden und bitte nicht zwingen. Wobei es gibt ja schon auch viele, die sagen, wenn es so richtige Massenveranstaltungen sind, also alle kommen dicht gedrängt zusammen, dann ist auch die Ansteckung größer, auch im Freien. Aber gab es bisher noch nicht solche Superspreading-Events? Ganz am Anfang bei den Fußballspielen gab es schon viele Übertragungen. Also als alle dicht gedrängt in der Fankurve standen, da hat sich das Coronavirus auch verbreitet. Ne? Trotzdem ist das Risiko viel geringer. Und aber wo bleibt denn da die Eigenverantwortung auch des Bürgers? Zum Beispiel, als ich mich verlobt habe 2020, war ganz klar, wir werden nicht während der Corona-Zeit heiraten. Ganz klar. Und auch jetzt wieder, nein, wir werden es diesen Sommer nicht machen und wahrscheinlich dann erst 2023. Das ist aber meine eigene verantwortliche Entscheidung als Bürgerin, dass ich in dieser Zeit keine Hochzeit mit 200-300 Leuten machen will. Oder nur im Sommer, ne, wenn man sagt, da ist die Zeit. Ja, aber Zeit, selbst da nicht. Aber du bist für ganz viel Freiheit. Ja. Wir sind ja oft sehr oft einer Meinung. Ja. Aber was würdest du denn machen, wenn du siehst, die Intensivstationen laufen einfach voll und es hört nicht auf? Und wenn du dir die Zahlen anschaust bei den Intensivbetten, die Kurve ist so, es steigt einfach. Also was machen wir? Einfach sagen, Eigenverantwortung und abwarten, bis die Betten voll sind? Ich würde mir A anschauen, also der erste Punkt ist ja an der Sache, muss man sich ja erstmal anschauen, den Inzidenzwert, den hast du ja schon ganz oft angeprangert, dass der Panikmache ist, du redest ja jetzt über die Hospitalisierungsrate. Wie die Intensivstation. Genau, und da frage ich mich wirklich, Philipp, und das ist meine Frage, ich habe die Pandemie ja nicht von Anfang an organisiert, aber wie kann es denn sein, dass jetzt nach fast 2 Jahren die Intensivbetten wieder überlaufen? Wie lange dauert es denn, Intensivbetten herzustellen? Wie lange es geht ja ums Personal. Ja, wie lange dauert es, Personal auszubilden? Auch das muss ich mich wirklich fragen mittlerweile. Also wir haben jetzt die Pandemie bald im zweiten Jahr. Wie viele Betten wurden denn aufgestockt? Wie viel Personal wurde aufgestockt? An den Betten, die Betten sind gar nicht das Problem, sondern das Personal. Und da ist ja der entscheidende Punkt. Viele sagen, sie halten die Situation nicht mehr aus. Pflegekräfte, Ärzte, die sagen, das ertragen sie nicht mehr und die gehen dann. Und ich glaube, an die müssen wir auch denken, an die Pflegekräfte und Ärzte. Also wenn man jetzt einfach sagt, so alle können feiern, totale Freiheit und es kommen immer mehr auf die Intensivstationen und die Ärzte und Pflegekräfte müssen entscheiden, wen nehmen wir auf. Dann ist das natürlich für die auch eine extreme Frage, was Zumutung. Was passiert dann nächstes Jahr? Also ich verstehe auch hier Philipps Einwand, aber wie wird es nächstes Jahr im Winter sein? Ich glaube, im Moment kann das tatsächlich keiner sagen. Also was ja alle Virologen auch sagen, ist, dass das Impfen extrem hilft, weil diejenigen zumindest auch einen viel stärkeren Schutz haben und man so das Virus am Ende sogar besiegen kann, wenn wir eine sehr hohe Impfquote haben. Davon sind wir im Moment noch weit entfernt. Aber wenn wir die nicht haben, dann kann es sein, dass auch der nächste Winter und übernächste Winter uns vor große Probleme stellt. Deswegen, glaube ich, müssen wir fürs Impfen werben und auch wirklich sagen, das ist nicht nur eine Sache, die man aus sich selbst heraus betrachten sollte, also nach dem Motto, ich lasse mich schützen oder nicht, sondern das ist auch ganz wichtig für die gesamte Gesellschaft. Ich habe aber das Gefühl, wir lernen teilweise nicht vernünftig daraus. Finde ich, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass es nicht umgesetzt wird. Dass man müde wird.